den alten Zeiten haben überall im Schweizerland noch richtige Zwerge gelebt. Sie sind etwa nicht so gross wie unsere Gartenzwerge und haben auch ähnlich ausgesehen. Bloß, dass sie eben lebig waren. Meistens haben sie Felshöhlen gewohnt, so oberst auf den Bergen. Nur ganz selten sind sie ins Tal gekommen. Die Zwerge haben nämlich nur die dünne, klare und sauber Luft in den Bergen gern. Vor allem können sie auch Lärme nicht vertragen. Sie haben so empfindliche Ohren, dass sie davon taub werden oder sich sogar in Stein verwandeln. Heutigstags, wo es überall lärmig ist, sogar in den Bergen mit den vielen Skilift und Bergsteiger und Skifahrer und Restaurant und Bergbahnen, könnten das richtige Zwerge gar nicht mehr aushalten. Darum haben wir eben nur noch Gartenzwerge. Aber eben, das war nicht immer so. Vor vielen 100 Jahren hat in einer grossen Höhle auf dem Pilatus noch ein Zwergenvölkli gelebt, die Hermannli. Sie hatten graue Bärte und Kapuzenmänteli, wo so lang sie sind, dass noch gar nie jemand ihre Füße gesehen hat. Die Hermannli waren liebe Zwerge, so eine Art Heinzelmännli, bloß nicht so schüch. Manchmal haben sie mit der Seno und mit den Bergbauern geschwätzt und ihnen sogar bei der Arbeit geholfen. Dutzmal hat in einem armseligen Häuschen im Bergbau gewohnt, der Balz. Am noch kalten Wintertag, es war alles steil und beigefroren, klopft es am Balz in einer Tür und wo er aufmacht, stehen draussen die Hermannli. Der Balz schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Oh, du meine Güte, wo kommt denn ihr her bei dieser Kälte? Oh, ihr habt ja ganz rote Nase. Kommt rein und hockt hier aufs Sofabänkli. Ich gebe euch etwas zu essen. Was hättet ihr denn am liebsten? Die Hermannli haben gestrahlt und alle durcheinander gerufen. Der kleinste Zwerg piepset dazwischen. Ich möchte Äpfelkuchen mit Valinclem. Der Balz hatte ein paar Tage vorher ein Säule geschlachtet. So hat er der Hermannli eine grosse Schüssel mit Zuckerrot und Blutwurst auf den Tisch stellen. Zum Dessert hat es erst noch Äpfelküchen mit Vanillecreme gegeben. Von jetzt an ist es am Balz gut gegangen. Im Frühling sind die Hermannli im Stall gestanden und haben ihm beim Melken und beim Käse geholfen. Er hatte nur eine einzige Kuh gehabt, aber die hat jetzt so viel Milch gegeben wie ein ganzes Dutzend. Und der Käse, der hat so wunderbar geschmeckt und ist so gut gewesen, dass er weit rum berühmt worden ist. Könige, Kaiser, Grafen und andere vornehme Leute haben zu ihren Geschwälten nur noch von dem Käse wollen. Der Balz hat so viel Geld dafür bekommen, dass er sich ein schönes Haus und einen grossen Stall hat können bauen. Der Balz hat einen Kriesebaum mit kleinen Bergkrieseli. Er war aber so zwischen den Felsen eingeklemmt, dass kein Mensch die Kriese konnte pflücken. Sie sind von den Vögeln gefressen worden oder am Baum verfaulet. Die Hermannli aber, die konnten klettern wie Äffli. So sind sie jeden Sommer mit Körbli gekommen und haben Kriese vom Baum abgeholt. Und der Balz, der hat draussen Kriesewasser gemacht, wo geschmückt hat wie die schönsten Alpenblumen. Man hätte davon können trinken, so viel man wollte, hat aber keinen Rausch bekommen. Schon nach dem ersten Schluck hat man alle Kummer vergessen und die Welt hat einem so schön gedunkt wie ein Paradies. Das Kriesewasser hat auch gegen alle Krankheiten geholfen. Wenn der Balz den Pfnüsel hatte, hat er auch ein bisschen von dem Kriesewasser an die Nase gestrichen und der Pfnüsel war wie weggeblasen. Einmal hat er ein Bein gebrochen. Da hat er einen Lappen ins Kriesewasser getunkt und damit einen Umschlag gemacht.
Und schon nach einer Stunde sind die Knochen zusammengewachsen gsi. Und der Balz hat wieder laufen, wie wenn nichts passiert wäre. So ist es ein paar Jahre gegangen. Aber wie es halt so geht im Leben. Viele Leute sind auf den Balz neidisch geworden. Wo er mal im Wirtshaus gesessen ist, fragt die Wirtsfrau: Ist es eigentlich wahr, Balz, dass die Hermanni bei dir ein- und ausgehen, wie wenn es deine besten Freunde wären, hä? Natürlich ist das wahr. Die kommen immer und helfen mir. Ohne die wüsste ich gar nicht mehr, was anfangen. So, so. Dann kannst du uns ja sicher sagen, was die Hermannli für Füße haben, hä? Der Balz hat verwundert den Kopf geschüttelt. Nein, das weiss ich jetzt nicht. Ihre Füße habe ich bei Gost noch nie gesehen. Da hat die Wirtsfrau ganz spöttisch gelacht. Ja, was du nicht sagst, dann glaube ich dir aber nicht, dass du mit der Hermannli befreundet bist. Das gibt's doch nicht, dass man mit jemandem so lange befreundet ist und nicht einmal weiss, was er für Füße hat. Kein Wort glaube ich dir von deinen Hermannli. Der Balz ist wütig heimgegangen. Und wo bald darauf eben die Hermannli mal gekommen sind, hat er sich fast den Kopf um den Hals gedrückt, um die Zwergenfüßchen anzuschauen. Aber sogar noch beim Klettern sind sie mit der Kutte zugedeckt gewesen. Man hätt's und hätt's nicht können sehen. In der Nacht hätte der Balz nicht können schlafen und auf einmal fällt ihm etwas ein. So mach ich's. Er steht auf und macht im Herd ein grosses Holz für. Dann nimmt er eine Schaufel und strahlt die Eschen um den Kriesebaum. Am nächsten Morgen sind Zwergli zum Krieseli gönnen. Der Balz hat das mal fast nicht können erwarten, bis sie wieder vor gsi sind. Und wo er dann die Spuren von diesen Füßchen in der Esche gesehen hat, hat er vor Freude gerade einen Bürzelbaum gemacht. Schnurstracks rennt er zum Wirtshaus und ruft schon von weitem: Hermannli haben Hühnerfüße! Hühnerfüße haben Hermannli! Hühnerfüße! Wo er spät in der Nacht heimgekommen ist, war der Kriesebaum verdorret gewesen. Das Kriesewasser hat gestunken wie Gülle. Und riesige Matten sind aus dem Käse rausgekrabbelt. Von da an haben die Hermannli den Balz nie mehr besucht. Er war nicht mehr der gleiche und hatte auch nichts mehr Freude gehabt. Ganz trübselig ist er geworden, von Heimweh nach den Hermannli. Aber sie haben sich gar nie mehr gezeigt.